Ja, Thomas Harder, wir hocken hier im Forum vom BCB Books. Du hast vorher eine Sitzung gehabt, ist um Campus gegangen. Du bist öfter mal in Gedanken, jetzt in Books, oder? Es geht um Standortmarketing. Du hast Rechtsanwalt studiert, hast nachher auch ein Buch geschrieben, glaube ich, 2014, Switzerland with Love. Dort bist du auch als Markentouristiker, hast du dort einen Namen gemacht. Und da bist du jetzt, nimm jetzt mal an, im Bereich Standortmarketing für Books unterwegs. Also, was kann man denn von dir oder von euch erwarten, von den Swiss Brand Experts? Wir bringen zwei Sachen zusammen. Das eine ist die Entwicklung, die Ausrichtung von einem Unternehmen oder eben auch von Standort. Und über das reden wir jetzt heute vor allem. Und das Marketing. Das ist eine Vermarktung. Und wer mit uns zusammen schafft, der kommt eine genaue Vorstellung über, was sind eigentlich seine Stärken, auch die von der Zukunft, wie entwickelt er die und auch, wie bringt er sich nachher am Mann. Das heisst, eine Stadt wie Books kann eine Marke sein. Also, da braucht nicht irgendwie, weißt du, sagen wir mal, eine Kleidermarke oder eine Skimarke, sondern auch eine Stadt kann eine Marke sein, kann eine Ausrichtung sein. Es braucht immer wieder eine klare Ausrichtung, um sich zu positionieren. Ja, das ist unsere feste Überzeugung. Man ist dann Marke, wenn man Kundschaft hat. Und Kundschaft sind ja die, die sich einfach bewusst für etwas entscheiden und auch dabei bleiben. Und logischerweise, ein Standort hat auch eine Kundschaft. Und zwar sind da die, die dort wohnen, die dort anziehen, die, die dort, die immer an einen Ort gehen, einkaufen, an einen Ort, ja, auch einen Ausflug machen, oder auch als Unternehmer investieren. Darum, mal. Man kann als Standort sehr wohl eine Marke sein. Wir sitzen hier im BCB, also das ist ein Berufsbildungszentrum natürlich. Da können viele Leute von, weiss der Teufel, überall her, also ein ganzes Land, zum Teil Bündner, Appenzell, Rorschach und so weiter. Ist natürlich auch ein gewisser Standort, also man kommt auf Books, das gibt Books auch einen gewissen Namen. Dann gegenüber, ein kleines bisschen östlich, ist jetzt Neu-Ost, früher NTB. Und das soll ja irgendwie zu einem Campus zusammenkommen. Wir haben die International School und so weiter. Das sind alles auch Standortfaktoren, die wir jetzt gerade darüber diskutiert haben bei dieser Sitzung, jetzt, oder? Nehme ich an. Ja, du hast ja die Frage gestellt, kann ein Standort überhaupt eine Marke sein? Ja, ein Standort kann eine Marke sein und Marke ist man durch das, was man anbietet, was man als Inhalt hat. Also nicht Marke macht den Unterschied, sondern der Unterschied macht Marke. Und wenn wir jetzt über das BZB reden oder über die Bahnhofstrasse in Buchs, über die Fachhochschule Ost, die in Buchs Bildung anbietet, dann sind da die Inhalte dieser Marke. Und jetzt genau zu verstehen, was sind die wichtigen Inhalte, die Kundschaft anziehen heute und was sind die von morgen. Um da geht es genau bei so einer Arbeit. Es ist also weit mehr als eine Studie machen, was jetzt das quantitative Wachstum betrifft. Es geht um das qualitative Wachstum, um sich zu positionieren bezüglich Qualität. Und das ist dann, habt ihr dann einfach gewisse Erfahrungen? Oder weißt, wie machen das mit den Erfahrungswerten? Also bei der quantitativen Studie mehrfach gesehen und dann macht man Annahmen. Da sagt man zum Beispiel, pro 1000 Einwohner gibt es eine Schulklasse mehr und so weiter und so fort. Habt ihr da auch im qualitativen Bereich also gewisse Erfahrungen und Annahmen? Also ich würde quantitativ und qualitativ nicht gegeneinander ausspielen, weil logischerweise am Schluss etwas, das Wirkung erzielt, da gibt es auch irgendwann eine Zahl. Aber hinter einer Zahl ist ja ganz eine konkrete Aktivität und da ist ja etwas Qualitatives. Also, was für ein Bildungsangebot zum Beispiel stelle ich jetzt im Raum als Fachhochschule Ost? Auf was für ein Gebiet setze ich? Und um dem auf die Spur zu kommen, da haben wir einen Schwerpunkt im qualitativen Arbeiten. Qualitativen Arbeiten heisst einfach, ich tue nicht nur Zahlen anschauen, sondern ich gehe wirklich dahinter ins Wieso. Wieso ist denn eine Zahl hoch oder könnte eine Zahl hoch sein? Und wir arbeiten sehr qualitativ und der Zugriff ist immer Kundschaft. Also ein Ort, und jetzt meine ich wirklich einen Ort wie zum Beispiel Buchs, der hat ja eben Leute, die kommen da hin einkaufen. Und dann redet mir mit denen, die hier ankommen, einkaufen. In einer ganz offenen Art und Weise führen ein Interview, um genau zu verstehen, wieso kommen die jetzt immer wieder auf Books, gehen nicht an einen anderen Ort.
Wie hat das angefangen? Um genau zu verstehen, weil das Besondere ist, jetzt hier von Buchs oder auch von dem jeweiligen anderen Ort. Würde eigentlich wahrscheinlich jedem Ort gut tun. Buchs mit, jetzt weiss ich nicht mehr genau, 12-13'000 Einwohner, stimmt das ungefähr, nehme ich an. Die Region Werdenberg, wenn man das so will benennen, rennt halt dazu, so ganz normal, weil die Region Werdenberg vielleicht 30-35'000 Einwohner. Ich denke mir, jemand, der Rechtsanwalt studiert hat, oder in der Uni Zürich, wo die Rochester war, wo Pricewaterhouse-Erfahrungen hat und so weiter, denkt ein bisschen in grösseren Karos. Also, wie wichtig wäre es dir auch, dass irgendwie auch die Region einbezogen würde und vielleicht auch könnte profitieren von dem, was du jetzt eigentlich für Buchs machst und natürlich auch für Buchs gezahlt bist, aber wo unter Umständen die Region auch dem könnte dienen, was du im Buchs andenkst? Jeder Ort steht ja immer in einem Kontext, findet in einem Kontext statt. Und darum, eine Region ist ja eine Summe von Orten. Und logischerweise, je mehr die Region auch wieder eine Vorstellung hat, weisst du denn, die Summe, was könnten die, was gibt denn da besonders, was könnten die besonders zusammen machen, desto besser entwickelt sich die Region. Und es ist wie, es ist wie ein siamesischer Zwilling. Die Region braucht gute Orte und der Ort braucht eine gute Region. Und darum, je besser jeder Level seinen Job macht und auch genau weiss, wie funktioniert er mit dem anderen Teil zusammen, also die Region mit der Stadt und die Stadt mit der Region, desto besser. Geht es Buchs gut? Geht es der Region gut? Geht es zum Beispiel Seewollenwart, auch Grabs und Gams gut? Geht es auch Buchs gut? Es sind so Basics, es sind so einfache Erklärungen und gleich ist es mal unglaublich schwierig, das, was du jetzt mit den Händen angezeigt hast, so in ein Rädliwerk einzubringen, das wirklich funktioniert, oder? Ja, aber im gleichen Moment, wenn jeder weiss, wann er besonders gut ist und an dem dranbleibt, und der andere macht es auch. Und im gleichen Moment reden die miteinander und verstehen sich auch. Dann merken die, aha, da könnten wir zusammen mehr erreichen, desto besser geht das. Und darum, jeder Ort hat Freude, wenn der andere Ort in der Nähe gut geht. Und dann finden die auch die richtigen Wege, um gut miteinander zu arbeiten. Aber das Konkrete da herauszufinden, das ist genau das Entscheidende. Und ja, jetzt reden wir reden ja jetzt gerade konkret über das Beispiel von dem Buchs und seiner Region. Und ja, und es ist jetzt so, dass das Buchs hat eine Zentrumsfunktion. Und dann muss man wie überlegen, ja, was ist jetzt da, wo gescheiterweise im Zentrum stattfindet, aber was ist auch gescheiterweise in der eher peripheren Ort, was sind denn denen ihre Stärken? Und wenn man das ein bisschen gescheit miteinander verbindet, ja, dann gibt es eben zusammen etwas mehr. Und da geht es bei so Arbeiten für eine Region oder jetzt eben da auch für die Stadt Buchs. Hast du den Dörfergeist schon ein bisschen auflockern können? Also, im gleichen Moment ist der Dörfergeist wichtig und entscheidend und er kann aber auch eine Schwierigkeit sein. Weil es ist eben auch wichtig, dass das einzelne Dorf selber da was ausmacht, weiterbringt und auch für sich eine Gemeinschaft bildet. Aber im gleichen Moment muss die Gemeinschaft auch mit dem Nachbarn da, gibt es dann eben auch eine Gemeinschaft. Das ist dann aber vielleicht für ein anderes Thema, für einen anderen Gegenstand. Dass beide Ebenen gut zusammenkommen. Also ich würde den Dörflergeist nicht per se schlecht reden, aber wenn der Dörfligeist das Einzige ist, dann bringt es einen Ort nicht weit. Also Identifikation, wirkliche und auch brauchbare und zukunftsgerichtete Identifikation in einer Kleinkommune entsteht nur auf verschiedenen Ebenen, indem man eben auch frei ist fürs Zusammenwirken und nicht zu viel Dörfligeist, was sich abgrenzend zeigt, ausübt, oder? Nein, also Menschen zeichnen sich ja aus, dass sie mit mehrere Beziehungen können gleichzeitig pflegen. Und genauso ist das auch bei einem Ort. Oder? Ein Ort hat seine eigene Ebene, es hat eine regionale Ebene, es hat einen Bezug zum Kantonalen, vielleicht sogar zum Internationalen. Das löst sich überhaupt nicht aus. Und das Entscheidende ist, dass man wie weiss, okay, was spielt der Einzellevel bei mir für eine Rolle? Was kann ich dort beitragen? Bin ich international? Mit was bin ich international? Welche Rolle habe ich in der Region? Welche hat jemand anderes?
Und darum ist es wichtig, das genau zu verstehen. Und das ist das, was wir in dieser Arbeit, was wir in unserer Arbeit für die Standorte auch machen. Und darum Komplexität. Weißt du, wir reden ja über etwas, das komplex ist. Und Komplexität ist nur dann schwierig, wenn ich sie nicht durchdringe. Aber wenn ich sie durchdringe, dann ist ja dann der einzelne Aspekt, der einzelne Ort, das einzelne Zusammenspiel, ist dann ganz konkret, ist ganz klar. Wir haben hier hinten, 100 Meter entfernt in der BCP-Halle, momentan so Swiss Skills Championships. Und da gibt es so Power-Zimmermann. Und die müssen so einzelne Aufgaben in einer Stunde lösen, Verbindungen und so weiter. Und der Experte hat gesagt, nicht zuerst anfangen zu sägen, zuerst anfangen mal den Plan studieren und dann erst anfangen zu sägen. Kommt mir jetzt so ein bisschen hier auch so vor? Also zuerst vielleicht einmal, oder? Politik neigt sehr oft dazu, um etwas schnell wählen umzusetzen. Und meint dann, man hätte einen kurzen Erfolg. Und man scheucht sich dann so ein den kleinen Dörfern, um eben auch Profi herzuholen, wie wir jetzt sind. Würde vielleicht jemand mal Sinn machen, Brainstorming, studieren und so jemanden zu holen, wie ihr sind? Oder sind ihr einfach dermaßen sündhaft teuer, dass sich das nur stark leisten kann? Nein, da kann sich jeder Ort, der weiterkommen kann, sich uns leisten, weil er kommt ja dann nachher auch besser weiter. Und da, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, das Zusammenspiel von gleichzeitig strategisch und operativ, das ist, also genau die beiden Sachen müssen miteinander zusammen passieren, weil es gibt eigentlich jede Bauinvestition, die ich als Gemeinde mache, wenn die gut getätigt ist, dann komme ich, bringt sie eben die Gemeinde weiter und da kann ich wieder nur dann gut machen, wenn ich auch eben die Kriterien haben, die mich ausmachen. Eben die Strategie. Also die Strategie findet im Alltag statt. Aber ich muss natürlich wissen, was meine Strategie ist, oder? Ich weiss nicht, hat man im Hintergrund jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Handy gehört Leute. Das Handy zeigt, wir sind allgegenwärtig da, wir wollen uns vernetzen. Und auch das wäre es eigentlich. Also Strategie andenken und dann sich eben auch vernetzen. Also man könnte auch in der Region eine vernetzte Strategie andenken, mit euch zusammen zum Beispiel. Also ihr werdet jetzt nicht unbedingt fixiert auf eine Stadtbuch, sondern ihr würdet auch regional so etwas zu einer Vernetzung beitragen. Ja. Wir haben mehrere Regionen in der Schweiz schon entwickelt. Das Michelsamt im Luzernischen, wo es dann auch eine Herkunftsmarke gegeben hat. Region Frauenfeld zum Beispiel. Und das ist nicht das Gleiche, wie die Stadt Frauenfeld zu entwickeln. Die hat dann einfach eine Rolle in dieser Region drin. Switzerland with Love, ich komme nochmal zurück aufs Buch. Also touristische Marken durch platzieren und so weiter. Bei dir habe ich das Gefühl, wenn man so schaut, wie du argumentierst, wie du redest, du hast irgendwie Menschen gern, du hast Regionen gern. Das ist das Feu Sacre, wo ein bisschen dahinter steht bei dir. Du machst so etwas gern, oder? Also ja, ich glaube, es gibt keinen schöneren Job, wie den, wo wir dürfen ausführen. Weil es ist wirklich eine tiefe Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Gegenüber. Und das könnte ja auf der einen Seite eben Ort sein, ein Land auch, die Schweiz. Wir haben den Bundesrat beraten bei der Swissness-Entwicklung. Und genau zu verstehen, was ist jetzt eigentlich das Richtige für das Land, das ist eine tolle Arbeit. Und genauso ist es eben auch mit dem jeweiligen Standort, mit einer Stadt, mit einer Region. Und weil ja Marken, bei Marken geht es um Kundschaft, ist natürlich dann wirklich zu verstehen, wann ist der Mensch wohl, sodass sie sich dann auch für das entscheidet. Darum, das ist die Auseinandersetzung mit den Menschen, ja, das glaube ich, ist zentral für mich. Wenn jetzt eine Gemeinde aus der Region oder auch irgendeine andere Gemeinde lustig geworden wäre, wie kontaktiert man euch und wie spielt sich der erste Kontakt dann ab? Sich treffen, einander aus Beispiel erzählen, die Fragen, die man hat, möglichst offen anlegen. Dann findet man den Weg miteinander. Das ist wirklich, ja, das ist ganz etwas Praktisches und es ist klar, wenn wir wirklich das schon seit 15 Jahren machen, können wir natürlich auch auf der einen Seite zeigen, was kommt eine Gemeinde über, die Lösungsinstrumente, aber natürlich auch, okay, das führt eben dazu, dass das hat auch, wenn man das richtig macht, dann bleibt das auch stehen, denn die Sachen klingen auch. Und ich darf sagen, wir haben dazu beigetragen, dass zum Beispiel Buchs
heute Stadt ist. Wir haben zum Beispiel in Winterthur Lehrgänge an der ZHAW empfohlen, wo heute erfolgreiche Lehrgänge sind. Es gibt Gebiete, wo es darum gegangen ist, wie man die in der Raumplanung zuordnen. Und das ist ja dann genau auch damit zu tun, ja, was ist denn die Chance von dem Ort? Was ist seine Stärke? Und dann kann man entsprechend zum Beispiel sagen, ja, mal, das bleibt Industriezone oder das wird jetzt anders umgewidmet. Und ja, ich darf wirklich sagen, unsere Empfehlungen, die klingen recht gut und die Orte, wo wir dafür arbeiten, die sind wirklich gut unterwegs. Und ich freue mich auch sehr, dass auch die Stadt Buchs ja auf einem guten Kurs ist.